Was für ein Tumult. Und das nicht nur hier in Shibuya, mitten in Tokio, sondern ebenfalls an den Börsen. Der DAX schießt nach oben, über 1,5% schon im Plus. Und das lässt eigentlich vermuten, da geht noch mehr. Denn charttechnisch tatsächlich, wir haben das ja immer wieder angesprochen, auch mal mit Blick auf die Kurse, haben wir eigentlich ja nach der Weihnachtsrallye erstmal den tollen Grundstein gelegt. Dann ging es jetzt ein bisschen runter. Und wir haben das gleiche Bild mehr oder weniger im Kleinen abermals nochmal gesehen. Und eigentlich können wir erwarten, da geht noch viel mehr. Tatsächlich haben wir im Moment einen Rücksetzer wieder überstanden und dadurch, dass der Kurs dann an der Unterseite des Trendkanals wieder nach oben gekommen ist, ist es sogar charttechnisch eigentlich perfekt und perfekt für einen Anstieg. Wenn man den jetzt verpasst hat und sagt, ja super, die alten Videos habe ich gar nicht gesehen, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dann ist natürlich noch eine Idee, jetzt nachzutreten, aber aufspringen noch in den fahrenden Zug, das sollte man nur machen, wenn er ein bisschen langsamer wird und das kann durchaus mal passieren, dass der Kurs hier auf dem Weg nach oben ein bisschen mal verschnauft, ein bisschen runterkommt, ein bisschen, Entschuldigung, da musste ich sogar husten, dass er ein bisschen das gleiche Bild, was wir im Großen hatten, also eine, sagen wir, im Trendkanal ein bisschen runterwackelt, vielleicht im 15-Minuten-Chart, notfalls auch auf kleinerer Ebene 5 Minuten, kann aber auch auf Stundenbasis sein. Jedwede solche Rücksetzer sind grundsätzlich nutzbar, um da auf der Long-Seite wieder einzusteigen. Ziele nach oben. Naja, wenn man ehrlich ist, da ist eine Menge Platz. Ich will noch nicht von Allzeithochs sprechen, das wäre sicherlich noch zu früh, aber zumindest hätten wir eigentlich die vorangegangene dynamische Aufwärtslänge noch mal nach oben projiziert und dementsprechend noch eine ganze Menge Platz. Aber ich will noch gar nicht so sehr von Zielen reden, deshalb komme ich nicht mit klaren Marken hier an, denn ich muss gestehen, dass Amerika, zum Beispiel der Dow Jones, mir noch gar nicht so gut gefällt. Im Gegenteil, da haben wir eigentlich eine Bewegung, die auf dem Weg jetzt nach oben zwar ganz rechts im Chart ebenfalls ziemlich zügig läuft, aber wenn man sich das anguckt, eigentlich so ein bisschen im Trendkanal jetzt so wackelig nach oben geht und dementsprechend, das sieht eher korrektiv aus. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn der Dow Jones und damit die anderen amerikanischen Titel sogar noch nach unten kommen. Kann auch natürlich daran liegen, dass Trump das nicht so sexy findet, dass aktuell der Euro ein bisschen schwächer wird und das ist sicherlich für Amerika nicht unbedingt die beste Situation. Also, man hätte vielleicht sich gewünscht, dass es, oder er hätte sich das vielleicht anders gewünscht. Ob das allerdings die amerikanischen Märkte bewegt hat, ich will es mal dahingestellt lassen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Trump mit seinen Aussagen ja durchaus was bewegen kann. Nachrichtenseitig heute, der ZDW-Index, der ist sehr schlecht ausgefallen. Also es würde eigentlich gar nicht dafür sprechen, dass der DAX jetzt so nach oben geht. Also der Ausblick hier unter, also um die minus 20, minus 21, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Durchschnittswert der längerfristige liegt, glaube ich, bei plus 22, also deutlich auf der anderen Seite. Alles nicht ganz so famos. Kann man sich nur fragen, was sagen denn diese fundamentalen Daten aus über das aktuelle Marktgeschehen? Natürlich nichts, denn was zählt an der Börse, das ist die Begeisterung und die bewegt letztlich die Märkte und guckt, in welche Richtung der Markt nachher dann seine eigentliche Bewegungsrichtung dann entwickelt. In diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie noch ein bisschen partizipieren können. Gucken Sie drauf, wenn Sie den DAX handeln, dass sie korrektive Rücksätze erwarten. Ganz wichtig, nicht einfach warten, oh, er ist zurückgekommen, jetzt steige ich nochmal ein, sondern gucken, wie ist er zurückgekommen, kommt er schnell runter, dann mal abwarten, vielleicht sind dann doch die Amerikaner noch am Drücker. Kommt er langsam runter, kommt er wackelig, kommt er in so einen Trendkanal runter, dann wäre das eigentlich eine gute Voraussetzung dafür, dass der Kurs nochmal einen neuen Schub nach oben macht. Denken Sie an die Trigger-Situation, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen. In diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass es Ihnen ähnlich turbulent zugeht, naja, hier wie in Shibuya, ich zeige noch mal einmal rum, und dass Sie die Marktbewegung ein bisschen für sich nutzen können. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.